Bevölkerung hat abgenommen, die Bergbauschiffe haben sich auf Prun zusammengetan, das Minenfeld wurde erweitert und ein neuer bewohnbarer Planet. Füge 3 Brummi, Brummi 12 wird nächstes Jahr bei Stovetop ankommen. Wo auch immer Brummi 12 ist. Füge 3 Brummi in die Produktionsliste von Stovetop ein, damit wir unsere Transportfähigkeiten verbessern können. Ja, wahrscheinlich sind hier inzwischen zu viele Schürfer. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, das Erz abzutransportieren. Also Stovetop. So. Ändern. Wir hätten gerne 1, 2, 3 Brummis. Okay. Klicke auf das feindliche Schiff in der Nähe von Wallaby. Ich bekomme die feindlichen Schiffe immer nicht mit. Das ist sehr irritierend. Aber ja, ich sollte öfters auf die Karte gucken. Und die beiden sind immer noch von Feinden besetzt. Bericht ist 6 Jahre alt. Berserker. Bevölkerung um die 2800. Hacker, Berserker. Bevölkerung um die 600.000. Und hier haben wir jetzt noch eine Santa Maria von denen. Klicke auf das feindliche Schiff in der Nähe von Wallaby. Die Berserker versuchen es schon wieder, No Vacancy zu besiedeln, da hinten. Wähle den treuen Verteidiger Nummer 5 und ziehe das Ziel auf das feindliche Kolonieschiff. Treuer Verteidiger 5, Okay, Steuerung F. Treuer Verteidiger Nummer 5. Da. Wo war da? V. So, du. Und wir ziehen jetzt das von Wallaby auf das Dreieck. Lass eine neue Runde beginnen. So. Lies deine erste Nachricht und springe zum treuen Verteidiger Nummer 5. Go to. Wieder einmal haben wir die Kolonisierung nur beschäftigt, aber nicht zerstört. Rechtsklick auf den blauen Diamanten im flotten Waypoint-Fenster und wähle die Santa Maria 6 als Waypoint. Rechte Maustaste, Santa Maria 6. So wird dein Zerstörer angewiesen, dem feindlichen Schiff bis zu seiner Zerstörung zu folgen. Lies deine nächste Nachricht und springe auf die Waffen der Sonne Nummer 9. Nächste Nachricht. Hat alle Befehle ausgeführt. Wir lassen die Sonde hier zurück, damit sie Lever, diese großartige Welt, beschützt. Lever da unten. Lies deine nächste Nachricht, springe zu einer neuen Flotte und belade sie mit Kolonisten. Hat 3 Brummis gebaut. Okay, also besiedeln wir den Planeten jetzt mit Brummis? Anscheinend. 630.000 Kilotonnen. Das sind viele Kolonisten. Wir haben auf dem Planeten... Okay, 7.400. Haben wir eben 10% der Kolonisten abgezogen. Okay. Wir wollen die neuen Brummi mit einer anderen Flotte vereinigen, die sich auf dem Weg nach Wallaby befindet. Achso, wir wollen gleich da unten hin. Wähle den Brummi Nummer 12. Zurück. Drücke den Einfügen-Button im Zusammensetzungsfenster und vereinige ihn mit Brummi 13. Du bist... Wähle den Brummi Nummer 12, drücke den Einfügen-Button. Aber das war Sammeln, nicht Einfügen. Und vereinige ihn mit Brummi 13. Okay. Lies die nächste Nachricht vor. Stovetop ist leer. Wir kümmern uns um Stovetop, sobald wir die restlichen Mitteilungen gelesen haben. Lies deine restlichen Mitteilungen, betrachte den Kampf mit dem Kolonisierungsschiff, wenn du möchtest. Strahlung abgenommen, Pöchung abgenommen, wir haben Konstruktion erforscht, wir haben den Ram-Scoop erforscht. Ah, hier ist die Schlacht. Wahrscheinlich wird sie jetzt zerstört worden sein. Eine Runde zurück. Schaden, keiner. Schaden, einer. 40%. Und weg. Betrachte den Kampf mit dem Kolonisierungsschiff, wenn du möchtest. Das habe ich doch gerade. Zeige. Fertig. Oder muss ich ihn abspielen lassen? Na gut. Wurde wohl zerstört. Es gab noch keine Explosion. Okay, fertig. Trotzdem dürfen wir nicht weitermachen.
Oder wir drücken einfach die nächste Nachricht. Okay. Wie letztes Jahr versprochen, entwerfen wir jetzt einen neuen Zerstörer, der die Berserker-Raumstation bei Hacker erledigen soll. Öffne mit der 4 den Raumschiff-Designer. Der Zerstörer soll kampfstark sein, dabei höchstens 180 Kilotonnen wiegen, damit er nach dem Bau unsere 180 Kilotonnen Stargates benutzen kann. Wähle verfügbare Baupläne. Klicke dann auf den Dropdown und klicke auf Bauplan kopieren bei dem Zerstörer. Zerstörer, Bauplan kopieren. Rüste das Schiff mit einem radioaktiven Rebenscoop-Triebwerk aus. Was ist das da? Zwei Carbonpanzerungen. Warum Carbon? Okay, niemals das Tutorial in Frage stellen. Und drei Yakimura-Lichtphaser. So, eins, zwei, Allzweck, drei. Baue einen Treibstofftank in den Mechbausatz und einen Kampfcomputer in den Elektrobauschacht. Okay, Treibstofftank, genau. Und ein Kampfcomputer in Elektro. Kampfcomputer, Elektro. Das Schiff wiegt 97 Kilotonnen. Tut es das? Gewicht 97 Kilotonnen. Klicke auf den Pfeil nach rechts Button unterhalb des Schiffbildes. Klick. Beende das Design mit OK und schließe den Dialog. So, fertig. Erteile Stovetop den Auftrag vom 10. der Zerstörer. Stovetop. Ändern. Zerstörer. Ah, hätte ich mal Shift klicken sollen. So, 8, 9, 10. In 1 bis 2 Jahren fertig. Das geht ja flott. Und lass eine neue Runde berechnen. Lies die erste Nachricht und springe zum treuen Verteidiger Nummer 5. Go to. Schicke die Flotte wieder mal zu Wallaby. Du dahin. Lies die nächsten 4 Nachrichten und springe zu deiner neuen Zerstörer-Armada. Das klingt doch gefährlich. Wir haben die Strahlung erhöht, die Strahlung gesenkt. Wir haben eine leere Auftragsliste bei Slime. Und wir haben 9 neue Stinger. Schicke sie in Richtung der Berserker-Raumstation bei Hacker. Da. Lies die restlichen Nachrichten. Schwerkraft wurde gesenkt. Bevölkerung hat abgenommen. Hat sich eine Schlacht zugetragen. Minenfeld wurde erweitert, jetzt schon außerhalb des Scan-Radiuses. Und berechnen. Lies deine erste Nachricht und gehe zu Bomi Nummer 4. Es ist bei Prune nicht genügend Treibstoff verfügbar. Bomi 4 kann den nächsten Waypoint nicht erreichen. Deine Flotte wartet auf weiteren Treibstoff. Es werden ca. 12 Milligramm benötigt. Go to. Wir müssen die Geschwindigkeit der Flotte auf ihrem Weg nach Stove herabsetzen, weil wir die Menge der Erze von Prune kaum mehr bewältigen. Klicke auf Stove Top im Flotten Waypoint Fenster und setze die Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsbalken auf Warp 5 herab. Dadurch dauert der Rückweg nur ein Jahr länger. Lies die nächsten 4 Mitteilungen. 1. Mozart ist leer. Strahlung gesenkt. Slime ist leer. Und wir haben noch ein Stinger. Schicke auch deinen neuen Zerstörer zu Hacker. So. Oh, falsch. Das war unser Bomi. Go to. Stinger. Hacker. Damit wir nicht für jede neue Flotte den Kurs nach Hacker neu eingeben müssen, sollten wir einen weiterleitenden Auftrag geben. Wähle Stovetop. Steuerung klicke dann auf den Hacker. Wähle Stovetop. Steuerung klicke dann auf Hacker. Im Produktionsfenster wird angezeigt, dass alle neuen Schiffe ab jetzt zu Hacker weitergeleitet werden. Produktion senden nach Hacker. Sowas halte ich immer für sehr ungünstig. Also wenn, würde ich sie lieber mit Steuerung irgendwo hier vorne ins Weltall schicken, da sammeln lassen und dann zusammen angreifen. Aber ja, allgemein schon mal sehr praktisch zu wissen, dass man Sachen hin und her waypointen kann. Also dass man jetzt aber 5 Planeten hat, die alle Schiffe produzieren und sie alle dann bei einem Planeten sammelt, um dann anzugreifen. So, lies die nächsten 3 Meldungen. Wir haben, Stovetop ist mal wieder leer. Bevölkerung hat weiterhin abgenommen und wir haben Tech 7 in Konstruktion erreicht. Öffne den Forschungsdialog und legst als nächstes Forschungsfeld Energie fest. Fertig.
Lies deine restlichen Nachrichten. Wir haben super Treibstofftransporter verfügbar. Wir haben das Minenfeld erweitert. Wir haben Brummi 7 alle Befehle erteilen lassen. Und sind jetzt bei Brummi 7. Er hat nicht mehr genug Treibstoff, um nach Stovetop zurückzukehren, sodass wir uns genauso gut über seine einzelnen Bestandteile hermachen können. Gib dem Brummi 7 den Befehl verschrotten. Das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, der wird jetzt nun langsamer fliegen, bis er da ankommt. Und dann wird er auftanken und dann könnte er ganz normal weiterfliegen. Gib Brummi 7 den Befehl zum Verschrotten. Verschrotten. Wir sollten die Berserker ein für alle Mal erledigen. Dazu müssen wir eine Bomberflotte bauen. Öffne den Raumschiffdesigner. So. Wähle verfügbare Baupläne. Anschließend den B-17-Bomber. Und klicke auf Bauplan kopieren. Baue zuerst radioaktive REM-Scoop ein. Halte dann die Shift-Taste gedrückt und ziehe so jeweils 4 Black-Cat-Bomben. Black-Cat-Bombe. Auf die Bauschächte. Da und da. Baue im übrigen Einbauschacht einen Treibstofftank ein. Treibstofftank. Beende das Bearbeiten mit OK und schließe dann den Dialog. So. So. Lass da auf Stovetop 10 B17 Bomber bauen. Stovetop. Ändern. Shift B17. Okay. Lass eine neue Runde berechnen, wenn du alles erledigt hast. F9. Wir nähern uns schon ziemlich schnell dem Ende. Glückwunsch, du wurdest zum Sieger erklärt. Was? Das Übungsspiel geht aber noch ein paar Jahre weiter, um dir noch einige ganz gute Hinweise zukommen zu lassen. Lies die ersten 3 Mitteilungen und springe zu deinen B-17-Bombern. Du wurdest zum Spielsieger erklärt. Wenn du deinen großartigen Sieg jedem unter die Nase reiben willst, kannst du das Spiel natürlich auch fortsetzen. Vor? Slime ist leer. Deine Raumstation hat 2 neue Bomber hergestellt. Also die Bomber brauchen wohl wesentlich länger als die Stingerjäger. Shaggy Dog ist leer. Terraforming wurde betrieben. Bevölkerung abgenommen. Minen wurden gelegt. Wir haben Bloop unter Kontrolle. Lies die restlichen Mitteilungen. Alles andere läuft inzwischen automatisch. Lass eine neue Runde berechnen. F9. Lies die ersten 4 Nachrichten und springe dann zu Wallaby. Wir sind immer noch Sieger. Mozart ist leer. Wallaby wurde geterraformt. Wallaby ist leer. Also, zu Wallaby springen. Deine Terraforming-Anstrengungen haben sich letztendlich ausgezahlt. Wir würden hier gerne eine Raumstation bauen, haben aber nicht genug Erze. Lass auf Wallaby noch 100 Bergwerke bauen. Ändern. Bergwerk. 100. Okay. Steuerung klicken für 100, ja. Lies deine restlichen Nachrichten vor. Slime ist leer. Wir haben 2 Bomber gebaut. Shaggy Dog ist leer. Terraforming. Wissenschaft Stufe 8 bei Energie. Wir haben den großen Frachter gelernt. Minen wurden gelegt und ja. Lies deine restlichen Nachrichten. Im Moment liegt nichts Dringendes an. Unsere Armada sollte Hacker im nächsten Jahr erreichen. F9. Lies deine ersten 3 Mitteilungen und springe zum Destroyer 13. Wir wurden immer noch zum Sieger erklärt. Treuverteidiger hat alle Befehle ausgeführt. Stinger 13 hat alle Befehle ausgeführt. Go to. Klicke auf den Zerstörer im flossen Zusammensetzungsfenster. Da. Wenn du das Spiel mit einer Auflösung von 800x600 betreibst, kannst du feststellen, dass deine Schiffe zu 51% beschädigt sind. Alle? Wird der Schaden auf die Schiffe verteilt? Okay. Aber ja, hier unten steht 9 Schadenspunkte anscheinend, 51%. Lies die nächsten 8 Nachrichten und betrachte den Überfall auf die feindliche Raumstation. 8 Nachrichten, okay. Terraforming. Mozart ist leer. Slime ist leer. 5 neue Bomber. Shaggy Dog ist leer. Terraforming. Tech 4 in Energie. Hacker. Es fand eine Schlacht gegen Berserker statt. Weder deine neuen Kräfte noch die feindlichen 10 Streitkräfte wurden vollständig vernichtet. Du hast 0 verloren, der Gegner hat 5 verloren. Go to. Zeige.
der 10 Santa Maria zur Verteidigung da abgestellt. Na gut. Ah ne, da sind auch gegnerische Kämpfer. Läufst du mal automatisch weiter? Ach, da war das. Okay. Drei Santa Maria, ein Baumwollflip oder so in der Richtung. Und wir müssen sehr nah ran, bevor wir schießen können. Notiz an selbst, immer ein Laser und eine Fernkampfwaffe haben. Die anderen sind geflohen. Starbase ist tot. Lies deine restliche Nachricht und lass eine Runde berechnen. Mehr Minen. Wir haben Speedbomb unter Kontrolle. Stinger 13 hat 300 Minen aus einem Standardminenfeld Berserker bei Weltraum geräumt. Oh, die haben auch Minen gebaut. Na gut. F9. Lies deine ersten 6 Mitteilungen und springe nach Stovetop. Nee, das machen wir erstmal nicht. Jetzt gibt es einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge machen wir das Tutorial zu Ende, also die 3 Seiten und dann eventuell schon den Rassendesigner für das eigentliche Spiel. Also bis gleich.